Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Neverending Nightmares. In der letzten Folge, oh my gosh, begann der Albtraum. Und ihr habt mir erzählt, dass bei einer Puppe sich die Augen bewegt haben. Bin ich froh, dass ich das nicht gesehen habe, sonst hätte mich das gewiss so... Wisst ihr, totally freaked out. Wie sagt man sowas auf Deutsch? Hätte mich total wahnsinnig gemacht. Die meintet ihr aber nicht, oder? Nein? Oder war die das doch? Und ich war hier schon und... Muss eigentlich in die andere... Ich glaube, ich war hier schon. Ich muss in die andere Richtung, oder? Doch, schauen wir nochmal in einer anderen Richtung nach. Das ist natürlich jetzt doof, dass ich nicht mehr weiß, ob ich von links oder von rechts kam. Wobei, nein, Quatsch, die andere Richtung geht's ja gar nicht. Derp. Ja, oh Gott. Ich hätte am liebsten so eine Anzeige dafür, wie viel der schon gelaufen ist und wie viel noch nicht, damit... Quatsch, ich bin ja hier erwacht. Stimmt, so war das ja. Und dann gehen wir doch wieder Richtung Schrank. Aber dahin gehe ich stark davon aus, dass hier dieses Babymonster kommt, was auch immer das ist. Boah, ich erwarte ja irgendwann, dass da irgendwie voll der Schocker kommt in dieser... In diesem... Ah! Lauf zurück! Nein, 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 lauf! Lauf! Wow. Okay. Das sorgt aber nur dafür, genau, dass ich diese Stage nochmal neu machen muss. Dann will ich aber vorher trotzdem nochmal die Puppe angucken. Ich weiß ja nicht, wie sich sowas auswirkt. Jetzt blinzelt sie nicht, okay. Dann zurück hierhin. Okay, warte mal, kurz ausruhen. Gut. Jetzt können wir dem Monster entgegenkommen. Jetzt höre ich es. Ja, ich glaube, ich höre es. Versteck dich. Gut. Oder? Ja. Okay, gut. Ach scheiße, dann geht er hier gewiss gleich wieder zurück. Oh, das ist nicht gut. Oh nee, du musst noch weitergehen, bitte. Was passiert, wenn ich hinter ihm stehe? Ey, gut, der ist dumm. Der ist hier dumm. Geil! Okay, was heißt, er ist dumm? Er ist einfach wahrscheinlich taubstumm und blind und kann nur riechen. Taubstumm, blind, kann riechen. Ja, das ergibt Sinn. So, dann kommen. Für endlich ihr weit. Oh, guck mal hier, seht ihr da, die Nonne beweint die auch irgendwie, als seien die alle abtrünnig geworden. Vielleicht ist das Haus ja auch einfach nur voll besessen von irgendeinem Dämon und deshalb ist hier alles am Eskalieren. Also ich glaube, den können wir auch irgendwie noch angreifen. Ich finde es nämlich interessant, dass der so blau ist. Also seine Adern. Das muss ja irgendwie eine Bedeutung haben, weil alles, was hier bedeutsam ist, das finde ich auch sehr interessant. Alles, was bedeutsam ist, hat eine Farbe hier. Scheiße. So, jetzt musst du schon einen Zahn zulegen. Komm. Boah, wie viele... Ja, komm. Einmal kurz verstecken. Ich höre jetzt aber, glaube ich, nichts. Doch, hier Schafe. Mäh. Oh, nein. Tschüss. Lauf, 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 lauf. Geil. War hier nicht jemand? Oh, das ist schlecht, ey. Jetzt bin ich mal gespannt, wie weit der geht. Ob der hier... Nein, ich bin nicht hier. Du riechst auch nichts. Bist nur du. Du stinkst hier so rum, nicht ich. Lauf! Nein! Lauf, Thomas! Lauf, 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 lauf! In den nächsten Schrank, in den nächsten Schrank! Boah! Kann man da rausgerissen werden? Oder ist man da wirklich safe? Nee. Jetzt muss er sich nochmal am Kopf kratzen. Nein, komm wieder. Ich muss mich doch...
Muss doch. Genau. Muss mich doch an dir vorbeischleichen. Kannst doch nicht einfach abhauen. So, okay. Schnell, 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 schnell. Aber ehrlich gesagt, eine wirkliche Herausforderung ist es halt nicht, ne? Aber ich glaube, darum geht es ja auch gar nicht bei dem Spiel. Ich glaube, es geht hier viel mehr um die. Was heißt Experience? Um die. Was heißt auf Deutsch nochmal Experience, Leute? Um die Erfahrung, um das, was man erlebt. Schaut mal hier. Die da schon wieder so am Weinen. Ohne diese Augen wirken die alle auch so seelenlos. Vielleicht geht es hier auch nur um einen Haufen seelenloser Kinder. Und wir sind eins davon. Kriegen wir jetzt. Oh nein! Ja, das ist natürlich das Beste. What the fuck? Ah, jetzt ergibt das Sinn mit diesem Why did you have to leave? Moment. Entweder hat sie sich selbst umgebracht oder wir haben sie umgebracht. Je nachdem, denn wir es wahrscheinlich so verstanden haben. Also uns ist jetzt auf jeden Fall klar, wir haben versucht, uns umzubringen, glaube ich. Boah, Alter. Und deshalb sind wir jetzt in dieser Irrenanstalt. Es ist ja, unterm Strich ist es letzten Endes egal, ob wir versucht haben, sie zu töten oder wir uns. Ich glaube, beides wird zu dieser damaligen Zeit ein Grund gewesen sein, uns in so ein Asylum zu tun. Wir sind in der ersten Zelle. Der geliebte Rollstuhl. Tja, das ist die Frage. Wenn er läuft ja die ganze Zeit. Er ist ja die ganze Zeit. Boah, ey, voll die Wände zerkratzt. Er ist ja die ganze Zeit auf der Flucht vor der Wahrheit. Aber wahrscheinlich viel eher vielleicht vor der Flucht, dass seine Schwester tot ist. Stell dir vor. Boah, ey, da hätte ich echt Angst. Also, na gut, allein bei den Geräuschen hätte ich schon Angst. Was ich auch gut finde, ist, dass es teilweise schwierig ist zu erkennen, was hier eigentlich los ist. Das macht das eigentlich voll gut. Ach, jetzt sind wir wieder am Anfang. Oder, nee, Quatsch, das ist ein anderer Block. Andere Zellen, anderer Block. Dieses, okay. Er kann nicht sehen, was hier vor sich geht. Also, es ist schwer für ihn, ne? Halt eben auch die Wahrheit zu erkennen. Dazu passt es. Oh Gott! Schon wieder. Warum hast du mich verlassen? Ich war nur dein Therapeut. Ich habe nicht die Verpflichtung, bei dir zu bleiben. Und warum ist der schon wieder dort? Ist das vielleicht der Vater, der Großvater? Der vermischt das total. Hydrotherapy. Da weiß ich gar nicht so genau, was da damals gemacht worden ist. Sind die da einfach bestimmten. Sind die da unterschiedlichem Wasser quasi ausgesetzt worden, mit unterschiedlicher Temperatur, oder was ist da wobei, bei Silent Hill war es ja, glaube ich, immer heiß, das Wasser. Und ich meine, bei American Horror Story Asylum ging es auch um heißes Wasser. Da geht es ums. Oh Mann, ey. Ob das gerade gehört, ist auf jeden Fall so. Oh shit, ja, das sollte eigentlich vermieden werden. In solchen Zellen, dass sich da irgendwer setzt. Alter! Wow! I'm scared. Wie will ihm? Und dann ist er. Da unten seht ihr. Boah! Gehen wir einfach mal zu Block 2. Hä? Geil! Das hat sich ja voll umgedreht. Habt ihr das gesehen? Wir waren jetzt. Wir sind von 4 zu 1. Boah, das ist echt fies. Nein, da unten weint jemand. Boah, wetten, dass wir jetzt Gabriel wiederfinden. Geh mal schön langsam. Die Treppe darf gern langsam ja aufhören.
voll lang einfach nur. Boah, ich hasse ja solche Treppen, wisst ihr, da, wo man so durchgreifen könnte. Das ist richtig schlimm. Als kleines Kind habe ich das so gehasst, solche Treppen entlang zu gehen. Wir haben nämlich da in unserem Keller... Alter! Ey, ich bin durch Scherben gelaufen! Scheiße! Ich habe das so gehasst. Ich war als kleines Kind so paranoid und hatte Angst, vor allem beim Keller, dass da irgendwer durchgreift einfach. Deshalb bin ich auch immer Treppen hochgesprintet. Oder mach's teilweise immer noch. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, total irrational, aber... Storage? Ich will nicht wissen, was die lagern. Was ist das denn? Final... Ach, das sind Blutegel, die sie da haben. Ich glaube, das wurde damals auch gern gemacht, ne? So diese Blutegel-Therapie. Mit die... Das ist bestimmt noch aus der Zeit, wo man bei der Medizin davon ausging, wenn man krank war, dass es ein Ungleichgewicht der Körperflüssigkeiten gab zwischen Galle, Blut und weiteren. Und deshalb genau gab es ja auch den Aderlass. Was ist das denn? Lol. Kurz eine Frage, wie gehe ich den denn aus dem Weg? Das geht doch gar nicht. Das ist nicht gut. Ach, Cell 2. Okay, wir sind jetzt in der nächsten Ebene. Oh je, hat uns da jemand ange... Wie wäre es, wenn wir schnell in unsere Zelle zurückgehen? Was, ich kann nicht zurück in mein... Wow! Das ist nicht gut. Ich will hier raus. Jetzt mache ich die zweite Zelle, okay. Da geht's ja quasi nicht weiter. Ja, dann will ich mal zurück zur Medical Reception. Ach so, jetzt sind wir hier wieder. Aber in der Storage war ja nicht. Tja, da geht es für uns nicht lang. Das heißt, wir müssen zurück. Das ist cool. Oh, warte mal, da steht was. Nein, 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 everything. Stopp, 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 da stand was. Everything is a lie. Everything's a lie steht da und ja, das andere ist nur irgendwelche Buchstaben. Okay, alles ist eine Lüge. Boah, ich glaube, ich bin noch ein bisschen zu unaufmerksam für dieses Spiel. Boah, Alter. Ich will das nicht. Ah! Oh Mann, komm, go! Go! Mann, du rennst hier um dein Leben. Also, hurry up, ey. Boah, das muss man sich auch mal vorstellen, ey. Über Scherben zu laufen will ich gar nicht. Das ist voll ekelhaft. Ich bin einmal eine Scheibe gefallen. Also, ohne Scheiß. Da habe ich gepennt auf einer Couch. Da sind mir die Beine eingeschlafen. Wollte aufstehen, bin dann voll in die... Glasscheibe des Schrankes reingekracht. Das war nicht schön. Das war überhaupt nicht schön. Und ja, ich habe mich auch eher unschön verletzt. Das war echt nicht gut. So, also wenn ihr irgendwann mal aufsteht, immer schön vorsichtig sein. Das könnte gefährlich sein. Aber bin ich jetzt hier irgendwie auf der anderen Seite? Das ist voll verwirrend. Boah, jetzt ist er schon wieder hier. Aber jetzt komme ich doch wieder zur... Jetzt komme ich doch wieder... Was? Cell 5? Es ist auf jeden Fall schon mal eine mehr. Das ist schon mal ein Unterschied. Gucken wir nochmal bei der Hydrotherapie vorbei. Ist aber nach wie vor nichts, ne? Nee? Okay. Echt grausam, wie damals die Menschen da therapiert haben. Aber gut, man wusste es ja nicht besser, ne? Man wusste es ja nicht besser. Und so gesehen ist es eigentlich sogar echt hochinteressant, wie die Menschen sich damals vorgestellt haben, wie der menschliche Körper eigentlich
funktioniert. Hey, ich bin jetzt gerade voll am Anfang. Nee, das kann nicht sein. Ich muss doch irgendwie... Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Das wird ja hier immer harmloser. Block A Security. Ich glaube, ich muss... Hier ist ja auch nochmal zu. Nee. Kann ich hier? Das geht ja nicht. Nee. Warte mal. Ich will... Ich glaube, ich gehe mal zurück zu dem Monster. Ich glaube, wir müssen da irgendwie... Was heißt Monster zum... Das ist jetzt mal interessant. Monster. Wetten? Ich meine, diese ganzen psychisch kranken Menschen, ja, die wurden damals als Monster angesehen. Deshalb ist es eigentlich voll clever, sowas als... symbolisch auch als Monster im Videospielen zu nutzen, denn ich wette... Das heißt, ich wette, natürlich ist es so, dass er noch allgemein, ich sag jetzt halt allgemein, auch Angst noch vor sowas haben. Also allgemein die Gesellschaft. Ich fand das auch voll krass. Ich hatte mal eine Studie, so eine Art Studie halt gelesen, wo es darum ging, dass viele Menschen niemals einen schizophrenen Nachbarn haben wollen würden. Also jetzt hier in Deutschland, darum ging es. Dass sie lieber, was weiß ich, einen Arbeitslosen, glaube ich, lieber Arbeitslosen als Nachbarn gerne hätten. Aber bloß kein Schizophrenen. Sind ja schließlich Monster, wisst ihr? Das ist voll clever gemacht eigentlich, weil sowas ja da, was für uns unerklärlich war. Oh, wie kann jemand psychisch krank sein? Das geht doch gar nicht, weil man sieht es nicht. Ja, da muss er vom Dämonen besessen sein oder was auch immer. Das wäre vielleicht noch so ein Grund, warum viele vielleicht auch einfach irrational solchen Menschen gegenüber eine Abneigung haben. Oder? Oh, Gott, ich hasse es. Ja, komm. Komm. Ich glaube, langsam kommen wir dorthin. Wieder, ne? Oh Mann. Moment, Doktors... Ach ja, doch, Doktors Office. Was ist das denn da? Ach so, eine Kurbel, um da die Liege so ein bisschen höher... zu dingsen. So, Cell 1. Wir kommen ja aus Zelle 2. Jetzt da ist er. Na gucken, vielleicht geht er auch einfach nur an uns vorbei. Schließlich hat er keine Augen. Und seht ihr hier? Der Einschnitt... Erinnert so ein bisschen an die Lobotomie, wobei ich glaube, die ist nie so gemacht worden, dass der Kopf aufgeschnitten worden ist. Ich glaube, das ging direkt so, dass dass man diesen Eispickel quasi durch die Nase geschossen hat. Ich glaube, ich muss nur leise genug sein. Okay, gut. Oh, das ist übel. Ja, schließlich sehen sie ja nichts. Durch da. Okay, ich habe verstanden. Bloß nicht zu schnell werden. Boah, es wird immer mehr hier. Immer mehr Räume gehen. Oh, das ist noch schlimmer. Wenn man nicht richtig flüchten kann, sondern sich an dieser Gefahr langsam vorbeischleichen muss. Könnte aber auch sinnvoll sein, insofern, dass er sich so langsam der Wahrheit annähert. Versteht ihr? Er muss langsam sich dessen bewusst werden. Hatte jemand geschrieben von wegen unter das erste Video, dass die Person nicht versteht, ich weiß nicht, ob er oder sie, dass die Person halt eben nicht versteht, warum dieses Spiel aktuell so gehypt ist. Aber ganz ehrlich, also ich fand die Demo jetzt schon geil und ihr merkt ja schon anhand meiner Kommentare, warum ich es so gut finde. Weil, ach Gott, für ein gutes Horrorspiel braucht es halt nicht wow, krasse Grafiken oder... keine Ahnung, abgefahrenes Level-Design. Es ist eigentlich viel, viel schlimmer, wenn du immer und immer dasselbe erleben musst. Wie in dieser einen Creepypasta, die ich mal vorgelesen habe. Die verlinke ich euch mal in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch die mal anhören. Die ist auch ganz kurz, aber auch einer meiner liebsten Pastas, muss ich ganz ehrlich sagen. Die war super. So. Ganz langsam. Ich bin gar nicht hier. Schlimm, ey. So unmenschlich. Ja gut, für uns heutzutage unmenschlich. Wobei, klar, damals war es auch unmenschlich, aber... Oh! Lecco mio! Oh Mann,
Ja, dieses Unberechenbare. Klar, hätte ich auch Angst vor. Oh Mann, oh Mann. Okay. Schlimm. Ich bin dem doch so nah gleich. Das haut doch nicht hin. Wow, 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 das war nicht gut. Scheiße. Ups. Ich schau mal eben, wo wir gerade sind. Wenn jetzt gleich nochmal die Hand so rausgestreckt wird, dann ist gut. Dann will ich sogar nämlich noch ein bisschen weiterspielen. Ja, gut, geil. Das ist gut gemacht, auch von den Checkpoints her. Muss ich... Ja, ja, das war ja hier doch irgendwo mit der Hand. Das haben die gut gelöst, finde ich. So, jetzt ist der hier. Ja, der ist auch ein bisschen größer als die anderen, ne? Wie komme ich denn an dem vorbei? Oder muss ich hier nach unten? Ja! Wollte gerade sagen, irgendwie muss das doch anders gehen. Oh Gott, ey, gegen den wirklich so klein und schmächtig. Und total hilflos. Das ist der Wahnsinn. Weiter. Ah, Kantine. Boah, das muss hier drin so siffen und stinken nach das ganze Essen dort. Oh Gott, ich will nicht wissen, was in der Kitchen alles in der Küche verarbeitet wird. Ah, das sieht ja noch harmlos aus. Ey, das sieht aber aus wie die Küche von zu Hause. Auch dieses M, seht ihr das? Das ist wie zu Hause. Oh, Alter, ey. Really? Oh, Blut, Blut, Blut. Das ist vielleicht das Einzige, was real ist. Oh. So, ein weiter nur. Oh Gott. Sind wir hier wieder am Anfang, ey. Cell 1. Okay, schnell runter. Wobei, ich will natürlich auch sehen, was hier abgeht. Das erste nichts. Okay, runter, 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 runter. Ja. Ignoriere mich. I'm not here. Ich auch nicht wundern, wenn es hier mal irgendwie so... Wow! Trial und Error Passagen gibt einfach, wo man getötet wird, wenn man hier durch so ein... Warte mal, der bewegt sich anders, glaube ich. Kann das sein, dass er sich hoch und runter bewegt? Nee, doch nicht. Cell 5? Scheiße! Scheiße! Nun gut, aber ich weiß, dass ich da dann quasi direkt starten werde. Dann würde ich sagen, Leute, was ist für heute mit Let's Play Neverending Nightmares? In der nächsten Folge werden wir uns weiter durch das Asylum, durch diese Anstalt schleichen und hoffentlich einigermaßen heile hier wieder rauskommen. Also bis dann.